Ja, wir, meine Freunde, und Salvete hier bei Expeditions Rome. Wir sind immer noch auf der Insel Lesbos unterwegs, haben beim letzten Mal einen Hinterhalt knapp überlebt und sind dafür befördert worden. Und sollen uns jetzt mit der Legion, mit der Legio Victrix im Lager nebenan treffen. Und ich würde sagen, reite einfach sofort mal hin. Ich muss selber erstmal mich wieder ein bisschen einfinden. Die letzte Aufnahmesession meinerseits ist wieder ein paar Wochen her. Urlaub und so hindert einen leider am Let's Plays aufnehmen. Ave Legate, willkommen im Lager. Ich hoffe, dass ihr alles zu eurer Zufriedenheit vorfinden werdet. Ich bin Thorius Orestes, der Primus Pilus der Legio Victrix. Und ich bin Ignatius Naso. Ich diene dieser stolzen Legion als Präfektus. Bitte glaubt nicht, dass ich mich einschleimen will, aber ich muss es sagen. Wie ihr in diesem Hinterhalt das Kommando übernommen habt, war eine der besten Leistungen, die ich in meiner ganzen Karriere gesehen habe. Ich muss euch voll und ganz zustimmen, Orestes. Und das braucht einiges, um abgestumpfte alte Soldaten wie uns zu beeindrucken. Aha, okay. Ich komme gar nicht dazu, hier irgendwas zu sagen. Die fangen gleich an, mir den Arsch zu kriechen. Orestes und Naso. Kann ich mir eh nicht merken. Die zwei sehen auch irgendwie sehr generisch und austauschbar aus. Irgendwelche alten Militärs eben. Ja, ich bin nicht hier, um Schmeicheleien einzusammeln. Ich habe getan, was jeder in meiner Situation getan hätte. Wie ihr wünscht, Legate. Selbstverständlich stehen Naso und ich euch zur Verfügung. Wir haben in vielen Feldzügen zusammen gedient. Ihr könnt uns vertrauen. Okay. Ja, das meint. Es war zwar beim letzten Mal immer noch die Rede, dass wir irgendwo einen Spion, einen Spitzel, was auch immer haben. Aber das wurde irgendwie auch sehr schnell wieder ad acta gelegt, das Thema. Festgestellt, ja, wir werden von irgendjemandem verraten. Aber lass uns doch mal weiter über den Plan sprechen. Ja, dann geht's hier gleich los. Genau, wir haben den Auftrag, Mytilene zu belagern. Das klingt nach einer Aufgabe für euren Primus Pilus. So Wird ist irgendwie es. versaut. Bitte folgt mir. Wir werden einige würdige Centuriones auswählen, die die Legion in der Schlacht anführen sollen. Die werfen ja mehr mit unnötigen lateinischen Begriffen um sich als Geisteswissenschaftsstudenten. Guten Tag. Guten Tag. Auf. So, laufe ich dir halt Habt mal ihr den neuen hinterher? Legatus gesehen? Nein. Habt ihr? NPCs hinterherlaufen. Es ist seltsam, dass es keine offizielle Vorstellung gibt. Alles ist ruhig. Es ist gerade viel los. Achso, ja, das ist der Falsche. Ave, sollen wir darüber reden, wie wir euer Legionslager verbessern können? Ich habe da ein paar Ideen. Okay. Ich muss zwar eigentlich mit dem anderen reden. Ja, ich werde später wiederkommen. Genau, wir werden ja hier irgendwie in diesen, sag mal, taktischen Teil eingeführt, wenn es denn wohl den gibt. Irgendwie haben wir hier ein Legionslager. Das wurde beim letzten Mal schon angedeutet. Über das wir verfügen, dass wir managen. Und ich tippe mal, hier werden wir diese Folge wohl dafür nutzen, um hier mal ein bisschen reinzukommen. Und ich hoffe, ich werde nicht völlig davon überfordert. Ich habe euch eine Liste der bemerkenswertesten Legionari erstellt. Ja, und? Ach so. Ja, da drauf. Ah. So. Ganz viele Infotafeln sicherlich. Centuriones kommandieren die Legion, wenn ihr sie aussendet, um einen feindlichen Außenposten oder Infrastruktur einzunehmen. Wenn ihr einen Centurio anheuert, sind seine Ausrüstung und seine Fertigkeiten unwichtig. Okay. Nur seine Kommandospezialisierungen, Charakterklasse und potenzielle Sonderfähigkeiten sind wichtig. Was auch immer Kommandospezialisierungen sind. Ah. Beeinflusst ihr den Ausgang einer Schlacht? Spezialisierungen all eurer Centuriones werden zusammengezählt und schalten bei bestimmten Schwellen neue Effekte frei. Ihr werdet auch bei jeder Schlacht Kriegslisten auswählen können, die Spezialisierung hinzufügen oder entfernen. Was? Ist mir jetzt schon zu hoch. Wenn ihr eure Centuriones in der Schlacht einsetzt, werden sie Punkte zum Freischalten weiterer Spezialisierungen erhalten. Der Centurio, der als Kommandant einer Schlacht ausgewählt wurde, wird mehr Punkte erhalten als andere. Also ich kann mehrere einsetzen, die haben alle ihre Boni scheinbar und die addieren sich das zusammengezählt und schalten bei bestimmten Schwellen. Scheinbar geben die hier ein Plus, keine Ahnung, plus 5 auf, Daumen hoch zeigen, der hat plus 10 und das macht zusammen plus 15 und keine Ahnung, bei plus 15 kriege ich dann wahrscheinlich einen bestimmten Effekt oder so.
Schauen wir mal gleich. Schwebt mit dem Auszeiger über jeder Spezialisierung. Der? Über jeder oder über jede? Ich bin irritiert. Grammatik. Schwierig. Um zu sehen, was für Effekte sie freischalten wird. Fürs Erste wäre es am besten, wenn ihr Centuriones aller Spezialisierungen anheuern würdet, um etwas Flexibilität zu besitzen. Was? Achso, okay. Also ein bisschen was von allem. Bedenkt, dass ihr hier nach unten scrollen könnt. Das ist ein guter Hinweis. Kann ich? Wow, das sind ja viele. Okay. Wir gucken uns mal den ersten an. Lucius Vorenus. Gleichgültig. Hat Anwerber. Wahrscheinlichkeit neuer Rekruten, die es mit dem Legatus aufnehmen können, dramatisch erhöhen. Ein Prätorianer mit sozialen Kompetenz gegenüber sind die Leute aufgeschlossener. Alle 35 Stunden. Oh Gott, es wird auch noch mit Zahlen gearbeitet. Die Moral der Legion um 4 Punkte bis zu einem Maximum von 25, solange er dem Bart zugeteilt ist. Dem Bart? Kann ich den anderen mit anderen Leuten baden schicken und das erhöht die Moral? Wie? Warum? Logistik erhöht die Moral einer Armee. Also der gibt Moral und Moral. Umgänglich. Reagiert doppelt so stark auf alle Handlungen, die sie billigt. Starke Konstitution. Senkt das Risiko, dass unbehandelte Wunden sich verschlimmern. Und Infanteriespezialisierung. Erhöht die Verteidigung basierend auf der Stufe der Mauern. Was? Die Menge an verlorener Mannstärke in jeder Aufhörung. Hä? Ich bin überfordert. Und die haben auch noch alle einen Skilltree. Hui. Die sind auf jeden Fall teuer, die haben auch mehr Fähigkeiten. Ach, die haben hier noch mehr. Wahrscheinlich kann man die dann noch irgendwie upgraden. Also Infanterie. Kann auch bei einer Niederlage. Ich verstehe das nicht so ganz. Verstehe einige dieser Worte. Ein Chirurg kann Platzwunden, Stichwunden, Traumata und Brüche behandeln. Okay, also ein Healer als Centurio. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof. Oh, der hat ordentlich Potenzial und ordentlich Fähigkeiten. Okay, das sind irgendwie, es ist sehr viel Auswahl. Ich will mir jetzt eigentlich nicht jeden Einzelnen angucken. Ich würde vielleicht, kann ich jetzt schon zwei anheuern? Dann würde ich nämlich hier einmal den Heiltypen anheuern. So. Wir haben relativ viel Geld. Ich weiß noch nicht, wofür wir das noch eventuell brauchen. Dann heuere ich den noch an. Ah, jetzt habe ich eine Gruppe von zwei. Machen wir einfach mal eine Party. So, was haben wir noch? Was haben wir hier? Kunstfertig, Herstellen von Gegenständen beschleunigen, Speer. Nehme ich vielleicht auch noch. Ja, Fernkämpfer. Nicht schlecht. Wenn ich den noch nehme, habe ich, glaube ich, von jeder Klasse einen. Genau, das muss ich auch noch beachten hier. Klasse. Asketisch. Springt jede zweite Mahlzeit. Draufgängerisch. Und erhöht Moral. Ich habe noch mehr Fähigkeiten. Umgänglich. Speer haben wir ja schon. Dann nehme ich hier noch Iccius Ursulus. Ursedom quasi hier. So, jetzt habe ich eine Viererparty. Einmal, glaube ich, jede Klasse dabei. Diese Ansicht gibt euch einen Überblick über die Legionarii, die ihr als Prätorianer für eure Gruppe angeworben habt und die Centuriones für eure Legion. Okay. Hier könnt ihr auch Charaktere entlassen, die ihr nicht länger wollt. Entlassene Charaktere werden zur Auswahl rekrutierbaren Figuren zurückkehren. Okay, ich kann ja jederzeit feuern und wieder anheuern. Dieser Balken ist ein... Das ist... Ein Balken zeigt den Status der Mannstärke eurer Legion an. Verletzte Legionarii werden nach ausreichend Zeit zur Erholung wieder in den aktiven Dienst zurückkehren. Vermisste Legionarii können nicht ersetzt werden, bis sie tot aufgefunden werden oder von allein. Ah, okay, die können verschollen gehen. Und entweder finde ich die irgendwo tot oder sie finden zu mir. Mannstärke auffrischen. Eine Legion kann nicht mehr als 4800 Leute besitzen. Wenn ich jetzt auf Auffrischen klicke... Kann ich... Wow. Kann jetzt all mein Geld ausgeben und habe dann ganze 800, 900... Ja, 1000. Etwas mehr als 1000 mehr Soldaten. Ein bisschen sinnlos. 2800 Mannstärke und 482 verletzte Soldaten. Und jetzt habe ich hier Kommandanteneigenschaften.
Okay, scheinbar habe ich jetzt dreimal Moral. Tatsache, das habe ich gar nicht beachtet. Und einmal Infanterie-Spezialisierung und keine Artillerie und keine Kavallerie. Das ist erstmal, ja, gut, ist es halt so. Wenn ich will mal, dann heuer ich mal hier Kavallerie. Eigentlich, vielleicht ist Artillerie noch sinnvoll. Wir wollen ja was belagern. Nehmen. Oh. Ah. Hier ist scheinbar Maximum. Habe ich jetzt zwar nicht mitbekommen, aber okay, weil jetzt kann ich keinen mehr anheuern mit der Erklärung, die Felder eurer Legion sind alle belegt. Etwas komisch ausgedrückt, aber nun gut. Ja, dann nehme ich jetzt die einfach und schau mal, was passiert. Mal ohne auffrischen. Aber scheinbar gebe ich hier ordentlich Geld einfach aus, um meine Legion zu Wir vergrößern. sind nach dem Hinterhalt leicht angeschlagen. Aber Mytilene ist gegen einen Angriff von der Landseite aus schlecht verteidigt. Und diesmal werden sie uns nicht mit runtergelassenen Hosen erwischen. Okay. Sobald der Osten von Lesbos. Archelaus gehört mir! Eine solche zur Schaustellung wäre mit Sicherheit gut für die Moral. Planen wir unseren Angriff, sobald wir die Region unter Kontrolle gebracht haben. Ich werde die Legion darauf vorbereiten, auf euren Befehl hin auszurücken. Cool. Damit hätten wir das geklärt. Ja. Bin, wie gesagt, sehr gespannt, was mich Was erwartet. braucht ihr? Das sind unsere Prätorianer. Nicht mehr die noch Gruppenverwaltung. Okay, ja, das ist noch unsere normale Party nach wie vor. Wir können skillen. Einen Ausweichen skillen. Das ist vielleicht ganz praktisch. Das mache ich mal. Wenn wir quasi, Guten Tag. wie ja schon öfters vorgekommen, irgendwie uns eher hinten halten und nicht niemanden angreifen können oder wollen, dann ist das vielleicht ganz praktisch, um etwas safe zu bleiben. Also wir können jetzt die Legion wegschicken. Ich will aber erstmal. Glückwunsch zu der unerwarteten Beförderung. Ich bereute es durchaus, dass ich euch gefoppt habe, als wir uns das erste Mal trafen. Bedeutet euer neues Amt auch, dass ihr jetzt mehr Denari habt, die ihr ausgeben könnt? Ich würde den eigentlich gerne einfach feuern für die große Fresse, die er sonst immer hat. Aber es ist nur ein Titel. Ich fürchte, auf mein Gehalt hat er keinen Einfluss. Na, Bescheidenheit. Ein wahres Zeichen von Nobilität. Und von Geld. Also ich gehe davon aus, dass ihr hier seid, um etwas zu kaufen. Bei dem kann ich immer noch nur Ressourcen tauschen. Ich möchte halt gerne irgendwie Dinge verkaufen, die ich habe. Ich habe jede Menge Medizin. Vielleicht kann ich hiervon ein bisschen was gegen den Ari. Okay, das lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht. Ich würde eigentlich gerne meine Sklaven verkaufen, einfach weil ich keine will. 67. Und wenn ich könnte jetzt nochmal, also ein Sklave. Ja, 67. Ich will mal wissen, wie viel hier ein Sklave wert ist in Legionären. 67 Denarii. Und wenn ich hier auffrischen will für 67 Denarii, kriege ich 22. Okay, also ein Sklave ist 22 Legionäre wert. Das ist ja, hui. Nicht schlecht. Warum lassen wir dann nicht Legionäre die ganze Drecksarbeit machen? Und nun ja, befreien Sklaven. Der irgendwie hat das Wirtschaftsmodell so gewisse Lücken. Ave, sollen wir darüber Also, reden, welche wie wir euch... Verbesserungen? Meiner Meinung nach sollten wir mit dem Aufbau eines Waffenlagers beginnen. Wir werden dafür einen Schmied brauchen, aber darum können wir uns kümmern, wenn wir die nötige Ausrüstung haben. Wir sollten euch auch bessere Ausstattung besorgen. Minucius Thermus hat die meisten seiner Besitztümer mitgenommen, als er seine Position abgegeben hat. Okay, ein Schmied vorgeschlagen. Vielleicht könnte Sextus sich davon überzeugen lassen, sich uns anzuschließen. Sextus ist, glaube ich, der aus dem anderen Lager. Das ist eine gute Idee. Die Prima Italica kann vermutlich auf ihn verzichten. Sie haben andere in ihrem Lager, die seine Aufgaben übernehmen können. Okay. Ja, was brauchen wir? Fang's an. Wir müssen uns die Ressourcen verschaffen, um all das zu bauen und zu pflegen. Wir brauchen Eisen für die Waffenkammer und vermutlich Bauholz für die Ausstattung eures Zeltes. So oder so brauchen wir eine Gerberei.
Auch noch. Leider ist Lesbos eine ziemlich kleine Insel, ohne große Mengen dieser Ressourcen, die wir brauchen. Sobald wir diese Insel verlassen und das Festland zurückerobern, solltet ihr die Legion anhalten, Minen, Holzwerkstätten, Gerbereien oder Bauernhöfe einzunehmen. Kommt wieder zu mir, wenn wir einige dieser Ressourcen unter unserer Kontrolle okay. haben. Okay, hat jetzt einfach ellenlang aufgelistet, wir brauchen das und wir sollten das bauen und eigentlich sollen wir auch noch das bauen, aber das können wir alles erst, wenn wir am Festland sind. Toll, dann spart ihr das doch. Ich würde auch nackt in die Schlacht marschieren. Alles ist ruhig. Was? Das bedeuten würde, dass nackt? Wir besser verpflegt nee. Werden. Besser verpflegt, das, da wird jetzt schon gejammert. Junge, ich bin seit, wie lange nehme ich auf? 15 Minuten dein Chef, ja, wird gleich gemeckert, dass es zu wenig Essen gibt. Ave legate. Gib mir einen Bericht zur Mannstärke. Wir sind nicht bei voller Kampfstärke, aber wir haben genug Männer, um klarzukommen. Auch falls eine Schlacht bevorsteht. Schlimmer noch, die Männer haben kaum Erfahrung. Wir sollten in diesem Zustand jeden Kampf meiden. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass wir nach den letzten Kämpfen recht viele Verletzte haben. Sobald sie wieder einsatzfähig sind, werden wir ein besseres Bild abgeben. Das klingt ja alles überhaupt nicht gut. Auch sobald gesagt. Also wir wären bereit zu kämpfen, aber wir sollten auf gar keinen Fall kämpfen, war sein TLDR. Das hier. Oh, wow. Farbschema. Es ist halt einfach fast alles exakt das gleiche, aber man kann hier noch. Aha, man kann noch ganz viel freischalten. Uiuiuiui. Jetzt so langsam öffnet sich das Spiel und ich frage mich, ob ich bis zum Ende meiner Tage mit diesem Projekt durch bin. Nehmen mal blau. Bisschen was mit blau. So, Prätorianer. Wir können jetzt ein Fancy-Symbol draufhauen. Ich würde gern eigentlich selbst eins designen mit einer Bratwurst drauf. Aber das hier sieht so ein bisschen aus wie eine Grillzange und Spieße. Finde ich erstmal sympathisch. Legionsfarben sind natürlich die gleichen. Legionssymbol ist alles gleich wie uns. Trophäen! Ein Adler. Eagle! Ich weiß noch nicht, was uns das bringt, aber das steht jetzt hier rum. Nee, ist das? Ja, doch, das ist der Adler. Aha, jetzt haben wir hier unser cooles Symbol. Biese und Seil. Ja, gut. Kann man reininterpretieren, was man möchte. Ich bin offen für alle Vorschläge in den Kommentaren. Gibt's hier? Kann ich hier schnell Zugriff auf Händler? Yes. Gibt's hier noch mehr? Schauen wir mal. Hier kann ich... hier kann ich vielleicht die Verletzten irgendwie versorgen oder versorgen lassen. Was dieser Idiot in einen Hinterhalt... Aha, Außenposten. Gut, was ganz anderes. Das sind die Einrichtungen, die ihr eurem Legionsaußenposten hinzugefügt habt, denen es nötig ist, ihnen einen Prätorianer zuzuweisen. Einige sind ausgegraut, weil ich sie noch nicht gebaut habe. Zuteilungen verbrauchen Zeit. Erst lasst ihr Prätorianer einfach hier, während ihr reist. Ihr werdet eine Benachrichtigung erhalten, wenn eure Aufgabe abgeschlossen ist. Okay. Sehen, welche Verbesserungen. Reiter für Verbesserungen. Ich habe eine Kaserne. Lasst einen Prätorianer hier, um die verfügbaren Rekruten aufzufrischen. Verfügbare Rekruten werden zwischen den Stufen 1 und 6 liegen. Ich kann jetzt hier Anwerber quasi den hier hinsetzen und 35 Stunden lang arbeiten lassen und dann passiert Dinge. Ich habe keine verletzten Prätorianer. Ah ja, okay. Das Krankenzelt ist nur für Prätorianer. Wir können verbessern. Sprich, Dinge bauen. Können wir aber noch nicht. Das ist das, was, das war Naso, glaube ich, gesagt hat. Genau, wir brauchen eine Gerberei. Und dann, wenn wir eine Gerberei haben und Eisen, können wir eine Waffenkammer und Schmied und so weiter. Und bis hier am Ende Gießerei Stufe 3. Okay, da gibt's viel, was wir noch aufbauen können. Das haben wir schon gemacht. Zuweisungen lasse ich mal, denn ich will ja jetzt den Action. Als geführt hat. Immerhin müssen wir uns nicht mehr. Ich denke nämlich, jetzt habe ich hier alles soweit erstmal gesehen, was für den Anfang sichtbar ist. Ich möchte aber noch ein wenig meine Legion aufstocken. Dann gehen wir nochmal. Gehen wir 1000 Ari aus. Oder 999, macht 333 neue Legionäre. Zack. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber ich möchte wenigstens einen Beitrag leisten. Speichere ab. Und dann schauen wir mal, ich will einfach was passiert, nur die Mauern wenn wir unsere Legion jetzt hier losschicken. Und jeden einzelnen Griechen in dieser Stadt abschlachten. Bin ich gut. Na dann, auf geht's. Habe, werdet ihr nicht mehr lange warten müssen. Unsere Vorgesetzten planen einen...
Bleiben oder verlassen? Zur Karte zurückkehren, verlassen, bleiben. Ich bin verwirrt. Ich glaube verlassen. Web verlassen. Oder Gebiet verlassen. Feinde ohne Ausbildung. Stehen uns hoffentlich bevor. Jetzt können wir unsere Legion befehligen. Natürlich brauchen wir dafür die taktische Karte. Eure Legion ist jetzt bereit, den nahe Mytilene gelegenen Außenposten einzunehmen. War das der, wo ich hingelatscht bin schon mal? Im Sender eurer Legion drückt links Alt, um Highlights zu aktivieren. Achso, habe ich doch schon. Klickt dann auf das mit Garnison in Mytilene beschriebene Symbol. Ah, das Ding. Soll ich einnehmen? Ah, die haben nur 1500. Hätte ich doch nicht aufstocken müssen. Jetzt habe ich mehr als doppelt so viele. Das Fenster mit Missionsinformationen zeigt euch Schwierigkeit, Vorratskosten und Dauer einer Mission an. Da dies eine Schlacht ist, wird die Legion auf dieser Mission Männer verlieren. Ja, deswegen habe ich nochmal aufgestockt. Ich hoffe, ich kriege auch irgendwie ein bisschen Loot oder so. Dass ich die Verluste wieder reinhole. Mit Fortschreiten des Spiels werdet ihr weitere Möglichkeiten erhalten, das Schicksal zugunsten eurer Legion zu wenden. Okay, derzeit besteht aber meine einzige Möglichkeit drin, anzugreifen. Cool, das kann ich. Ja, ich drücke mal F5. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und kann ich nicht, ja, wählt Legion aus, hab ja nur die eine. Also dann los, angreifen. Und ja, jetzt bleibe ich hier anderthalb Stunden sitzen scheinbar. Kann ich den jetzt hier? Ah, okay. Ah. Blubub. Einfach Leertaste drücken. Legio Victrix greift mytilenische Rebellen in der Garnison in Mytilene-Region an. Kampf entscheiden. Oh, ah, noch mehr Mechaniken. Mein Spezialisierungszähler. Er zeigt derzeit die aufaddierten Spezialisierungen aller meiner Centurionis an. Jetzt wird erklärt, was ich damit mache. Bei bestimmten Schwellen werden neue Effekte aktiviert. Positive Werte geben mir einen Bonus, während negative Werte Effekte auslösen, die mir schaden. Soweit so plausibel. In dem Symbol, um zu sehen, wann welche Effekte freigeschaltet werden oder Übersicht öffnen. Okay. Eine Spezialisierung in Minus. Minus. Also wahrscheinlich schwächt er mich. Wahrscheinlich Kommandant, wenn ihr dieses Tutorial schließt, werden die Spezialisierung als Mali auf den Zähler angewandt und anschließend könnt ihr euren Kommandanten auswählen. Ja, okay, da gibt mir einen Malus. Ah, lass mich das doch erstmal verarbeiten. Sollt ihr in der Schlacht entscheiden, welcher Centurio das Kommando führt. Für euren Kommandanten werden die Werte seiner Spezialisierungen für diese Schlacht verdoppelt. Okay, wenn ein Ausrufungszeichen erscheint, während der Mauszeiger über den Zylinder schwebt, bedeutet das, dass eine neue Stufe freigeschaltet wird, wenn man ihn wählt. Charakterklasse gibt einen bestimmten Bonus in der Schlacht. Aggression und Verteidigung ändern die Höhe der Mannstärke. Verletzten Überlebensrate ist logisch. Ressourcengewinn erhöht die Menge an Denarii. Die haben hier alle gewisse Boni. Überlebenschance, wie wahrscheinlich es ist, dass du den Centurio überleben wird, ist überall 100. Das gefällt mir schon mal. Insubordinationsrisiko beruht auf der Zustimmung des Centurios. Ah, ein Risiko der Befehlsverweigerung. Warum musst du das denn hier im Tutorial Insubordinationsrisiko nennen? Bah, wir haben noch nicht genug lateinische Wörter. Okay, also der hat die höchste Chance, Befehle zu verweigern. Der hat eine Chance von 0 zu verweigern. Überlebenschance 100, dafür halt den niedrigsten Ressourcengewinn. Aber er hat Ressourcengewinn immerhin. Nicht die anderen, er hat hier Überlebensrate, Verteidigung, Aktivität, Ressourcengewinn. Und der bringt noch hier draufgängerisch Aggression steigern, Verteidigung senken. Okay, werde ich halt ordentlich Verluste einfahren, aber Moral erhöhen. So, hier, das wurde alles verrechnet. Wir haben weniger Moral, minus 50 Vermisste, minus 50 gegnerische Mannstärke, nochmal minus 50. Beutebelohnung verbreitet, was auch immer verbreitet bedeutet. Minus 25 Moral. Das ist nicht gut. Wir haben plus 25. Okay. Wenn ich den jetzt auswähle, kriege ich hoffentlich einen ordentlichen Bonus auf Moral, weil das sieht sonst gar nicht gut aus. In einer Schlacht erhöht jeder Punkt Moral. Welcher Punkt? Stärke um 10. Hä? Also wenn ich minus 25 habe, habe ich minus 250 Punkte.
Stärke? Was ist Stärke? Wahrscheinlich hier, Manpower. Ja. Okay. Wurde das... Das wurde jetzt aber nicht verrechnet. Das wird noch verrechnet, offenbar. Oder wurde das schon... Nee, scheinbar wurde das hier. Das wurde hier genau abgezogen. Genau minus 250. Ne, von 300... 3100. Ja. Das haut erstmal hin. Scheinbar. Ich klicke jetzt einfach mal... Achso, wir haben noch... Es gibt noch eine Übersicht. Uah, Tabellen. Ih, ist ja ekelhaft. Keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach. Los geht's. Noch mehr Sachen. Jede Phase einer Schlacht beginnt mit der Wahl einer Kriegslist. Ah. Kriegslisten. Von List? Ich dachte immer, was für eine Liste? Was steht da drauf? Eine List. Plural von List. Die Punkte bei einer Kommandospezialisierung hinzufügen oder abziehen. Wird. Ah ja, die List. Wenn eine bestimmte Wahl genügend Punkte... Okay, ich kann jetzt eine aussuchen. Schlachten sind von Natur aus unvorhersehbar. Braucht eine Werkstatt. Und weise einen Prätorianer zu, um die Auswahl zu erweitern. Für mehr Kriegslisten. Stärke Leiste... Stärke der Legion verglichen mit der Legion... wird durch die Mannstärke der jeweiligen Armee plus ihre Erfahrung plus HTML Bracket dem Zehnfachen ihrer Moral festgelegt. Sobald ihr eure Kriegslist ausgewählt habt, beginnt... Ich hatte ja jemand vergessen, die... Vielleicht steht hier irgendwo die Color und Bold. Und das hat er aber hier irgendwie vergessen. Sobald ihr eure Kriegslist ausgewählt habt, beginnt die Aufreibungsphase. In der jeder Armee Verluste auf Basis der Größe der gegnerischen Armee erleidet. Was? Also die ziehen sich gegenseitig ihre Manpower ab. Rein zerstreuen... Spezialisierungszähler wird die feindliche Armee gänzlich vernichtet, wenn ihr gewinnt. Ansonsten werden die übrigen Streitkräfte am Ende der Schlacht fliehen. Boah. Feindliche Armee wird bei einer Niederlage gänzlich vernichtet, weil Gründe. Feindliche Spezialisierung eingesetzt. Eigentlich, weil ich so viel Logistik habe. Oder so viel Infanterie. Irgendeins von beiden. Also, ich kann eine Formation auswählen. Die gibt mir... Ah, das wird hier gleich angezeigt. Ich kann noch mehr auf Moral. Dafür habe ich weniger Manpower. Ich kann ein bisschen hier die Mali ausgleichen. Hier kann ich... feindliche Aggressivität. Kann ich den Malus auf Artillerie ausgleichen. Hab noch mehr auf Moral. Habe ich auch mehr auf Moral und weniger Kavallerie-Malus. Steht aber nichts da, was sich irgendwie ändert. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt etwas ändert. Hier ist halt Kavallerie-Spezialisierung ist furchtbar, wenn ich das hier wähle. Ich gehe erstmal hier auf hier ein bisschen Kavallerie und ein bisschen Moral. Vielleicht, ich starte vielleicht erstmal. Verliere 70 Leute, wenn ich das wähle. Hier bekomme ich sie gleich sich aus. Hier verliere ich sie. Okay. Warum? Ich habe da jetzt mehr Moral. Ich nehme es das. Ui. Jetzt, Rot. Dramatik pur. Okay. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir das in so Total War Style ausgetragen sehen. Aber okay. Der Gegner hat verloren. Wir haben jede Menge Moral. Jetzt sollte ich mir mal irgendwie was suchen, was hier die Mini ausgleicht. Das hier zum Beispiel. Noch mehr Moral. Oder hier. Habe ich nochmal ein Minus auf Kavallerie. Ist nicht so geil. Ich habe jetzt eine übliche Beutekiste. So, nehmt eine zerstreute Formation ein, die eure Legionare ihr vor geschossen schützt, aber ihren ersten Angriff schwächt. Kann halt voll auf Infanterie einfach gehen und nochmal den Kavallerie-Malus riskieren. Hier habe ich Beutebelohnung legendär. Hab ein bisschen hier die feindliche Aggressivität ausgeglichen. Ja, komm, das mache ich. Im Ansturm befehlt euren Manipeln. Was denn?
gegen die gegnerischen Reihen anzustürmen. Blutige Taktik wird auf beiden Seiten hohe Opfer erfordern. Ja, also anstürmen. Truff! Krieg ich schon mal eine Stärke minus. Okay, wir haben schon mal weniger verloren. Ja, die verlieren deutlich schneller ihre Mannstärke als wir. Das sieht schon mal gut aus. Ah, ich kann auch automatisch auflösen, dann hat man dieses komische Dings nicht. Ah! Uiuiui. Das ist ja frech. Dann nehme ich doch mal hier den. Da habe ich nämlich meine zwei Mali erstmal ausgeglichen. Contendite Vestras Bonte. Könnte eigentlich neue Folgentitel sein. Ich weiß noch nicht, was es bedeutet, aber das kann ich ja nachschlagen. Brecht die Formation auf und kämpft einzeln. Der Feind wird hohe Verluste erleiden, aber es werden auch mehr Legionarii vermisst werden. Hä? Ah, überraschende feindliche Verstärkung. Der Feind hat eine Einheit in Reserve gehalten. Der Schuft. Ihr müsst etwas tun, um euch dieser neuen Bedrohung entgegenzustellen. Ich finde das eigentlich am sympathischsten, weil da habe ich nämlich erstmal keinen Kavallerie-Malus und keinen Infanterie-Malus. Hier habe ich immerhin, ja, ich lebe jetzt damit, dass, kriege ich auf alles plus 1. Moral minus, Logistik, ist ja nicht nur Moral. Genau, ist ja auch, Loot, scheinbar. Ja, das mache ich, weil da habe ich genug. Da kann ich nochmal ein Minus in Kauf nehmen. Ja, die verlieren jetzt ordentlich. Ich überspringe das mal noch nicht. Ich muss das hier erstmal alles mental verarbeiten. Vor allem ist es, glaube ich, wieder super laut. Okay, ja, von mir aus. Oh. Wir haben schon gewonnen. Legion ist siegreich. Wählt, wie ihr nach diesem Sieg weiter vorgehen wollt. Verfolgen. Okay, ich kann verfolgen, ich kann feiern oder ich kann Gnade zeigen. Ah, okay. Bei Gnade zeigen kann ich Leute in die Legion selber reinholen. Das ist natürlich auch witzig. Wir verstehen immer noch nicht diese Zahlen, die sich da entwickeln. Feiern erhöht die Moral. Oder ich kann die gegnerische Mannstärke dezimieren. Das Ding ist, genau, feindliche Armee wird bei einer Niederlage gänzlich vernichtet. Das heißt, theoretisch, wenn das stimmt, springt die ja eher auf Null. Also muss ich nicht verfolgen. Schätze ich mal. Dann würde ich alle zeigen. Feiern. Komm, feiern. Die haben irgendwie niedrige Moral. Ich weiß nicht warum. Dann feiern wir erstmal schön. Weil die 50 bis 100, die machen es jetzt auch nicht. Wenn sich irgendwann mal die Verletzten erholt haben, dann machen 50 Soldaten jetzt auch keinen Unterschied. Also, let's party! Ja, Truppen wurden gänzlich vernichtet. Wuhu! Legion hat 10 Punkte Erfahrung erhalten. Wenn ihr den Effekt für die Auflösung des Feindes erhalten habt oder die feindliche Armee keinen Raum hat, wird die Armee vernichtet. Ansonsten würde sie sich der nächsten Armee anschließen. Kriegsbeute! Ihr könntet einen Anteil des Plünderguts erhalten, das eure Leute den toten Feinden abgenommen haben. In diesem Fall solltet ihr eure Belohnung in Anspruch nehmen, bevor ihr fortfahrt. Ihr solltet euch auch die Zeit nehmen, diese Anzeige durchzugehen, um zu sehen, was sich während der Schlacht verändert hat. Achtet besonders auf die verbleibende Mannstärke und prüft, ob welche eure Centuriones im Kampf getötet wurden. Die sind alle bei bester Gesundheit. Wir haben 350 Soldaten verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob tot oder verletzt. Das geht hier irgendwie nicht hervor. Das sind unsere Zusammenfassungen. Wir haben 26 Sklaven erhalten. Wir haben 80 Dinarii erhalten. Das heißt, ich kann die 26 Sklaven dann alle verkaufen und dann kann ich mir davon jede Menge Legionäre kaufen. Haha! Haben wir doch vorhin festgestellt, dass das ein Sklave sind 22 Legionäre. Gruppen wurden gänzlich vernichtet. 80 Dinarii sind halt nicht viel. Ich glaube, vielleicht haue ich die Sklaven erstmal raus. Aber die brauchen wir sicherlich, um dann die Upgrades zu bauen. Und wir haben eine legendäre Beutekiste. Na, die krallen wir uns doch. Hier gibt es lilane Rüstung. Einen Bogen, der unserem Charakter persönlich nichts bringt. Aber können wir unserem Bogenschützen geben. Und eine Attentäterkleidung, die bringt bestimmt auch irgendwas. Makellose Items. Nehme ich. Und
Kann ich jetzt einfach alles looten, scheinbar? Ja, okay. Ich kann jetzt nicht, ich dachte, das klang so wie, ich entscheide, was ich selber behalte von dem Loot und was ich irgendwie verteile. Zwecks Moral oder so, aber nö. Ich kann ja einfach alles schön kassieren. Kriegsbeute, gibt's ordentlich Geld und Material, was wir schon irgendwie für irgendwas sinnvoll benutzen bald. Cool, dann haben wir das geschafft. Und ich würde sagen, an dieser Stelle feiern wir einmal unseren Sieg und sehen dann in der nächsten Folge, was nun in der Garnison in Mytilene zu tun ist. Wir besprechen die Belagerung von Mytilene mit dem Primus Pilus. Die ist ja erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann mal herausfinden, wie es weitergeht. Ich tippe mal hier irgendwie Richtung Festland. Also, bis dahin. Ciao.